1996. Klingt verdammt gut. Hohoho, ich sehe es. Nee, ich sehe es nicht. Oh, doch. Puh. Ich sag mal Silber, ne? Ja. So, schönen guten Tag. Ich mache heute mal ein Video auf Deutsch. Warum? A, weil ich es kann. Und B, weil ich es jemandem versprochen habe. Es gibt eine Zuschauerin, die übersetzt wohl alles, was ich so aufnehme für ihren Opa, der früher selber im Krieg und auch in der Kriegsgefangenschaft war. Deswegen interessiert ihn diese Russenkiste. Ich bin ja immer in diesen Russenlagern. So, und deswegen mache ich heute mal ein Video auf Deutsch. Ich versuche Untertitel zu machen für meine englisch sprechenden Zuschauer, damit die nicht traurig sind. So, jetzt genug gelabert. Ich habe mir eine GoPro ja schon gezeigt. Ich habe mein erstes richtiges Signal. Und es ist eine Münze. Nämlich das hier. Die Frage ist... Ah, es ist wahrscheinlich Alu. Nee, es ist nicht. Ah, ich weiß, was das ist. Das hier, auch wenn man es noch nicht so sieht, ist eine russische Silbermünze, eine sowjetische. Mit dem hämmernden Mann. Da ist der hämmernde Mann. Und das sind 50 Kopeken von 1924. Ich habe schon 3 Stück davon gefunden. Upsala, sorry. Ich mach die mal sauber und zeig's euch. Ein irrer Fund am Anfang, muss ich sagen. 1924, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, aber ich versuche mal mein Bestes. Also da ist der hämmernde Mann, Hammer, Amboss, da fliegen Blitze hoch. Das ist eine 50% oder ein bisschen drüber Silbermünze. Am Rand steht nämlich auch noch irgendwie die Anzahl der Gramm Silber. Und hier steht Proletarier aller Länder, vereinigt euch in Kyrillisch. Ne? Ja, wie gesagt, meine vierte als erster Fund, der Hammer. Ich bin heute an einem neuen Spot. Ja, stell ich auf. So. Ich bin ganz weit weg von Berlin. Also ich bin nicht in Brandenburg. Brandenburg. Bring Essen mit. Ja, also es soll hier auch ein Russenlager geben, wie ich gehört habe. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden. Zumindest die Baracken nicht. Also das ist ja mal ganz klar ein Indikator, dass hier die Russen waren. Ne? Gut, ich mache mal weiter. Ach ja, ich habe übrigens die Baracken gefunden. Hier diese Erdlöcher. Das sind alles die Baracken des ehemaligen Waldlagers. Die suche ich jetzt mal ab. Aber wie man da drüben sieht, da war schon jemand und hat den ganzen Müll liegen lassen, hat die Löcher offen gelassen. Wie ich's liebe. Ja, schauen wir mal, was kommt. So, habe ich mal nicht auf die GoPro gedrückt, kommt vielleicht was Gutes. Ich habe die Überbleibsel eines alten Radios oder Funkgeräts gefunden. Und zwar ist das ein, oder war das ein 30 Watt SA, weiß ich nicht, was es heißt. Die Typennummer ist 119890 und kommt aus dem Jahr 43. Dann haben wir hier den Bereichsschalter, die Frequenzeinstellung, die Ausrichtung in Megahertz und ganz wichtig, und das macht's
nachvollziehbar, in welchem Jahr oder von wem es war. Feind hört mit. Feind hört mit wollte ich immer schon mal finden. Der TAS hat es schon mal gefunden hier, sowas. Aber mit Radio dran, glaube ich. Geil, schöne Funde. Got to push the button. This is, don't know. What a, jetzt fange ich schon wieder in Englisch an. Also ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Und jetzt habe ich das hier gefunden. Und das hier ist ein Löwenkopfsäbel. Das ist irre. Das ist irre. Ich zeig das mal. Weil da ist der Kopf noch dran. Guck dir das an. Ja. Die Frage ist, guck dir das an. Ist er ganz... Wow, schau dir das an. Ist er ganz... Es sieht so aus. Wow. muss ich die andere Kamera holen? Guck dir das an. So, in situ. Mensch, der Draht ist sogar noch dran vorm Griff. Muss ich aufpassen, dass ich den behalte. So, und auf der anderen Seite müsste entweder ein Hakenkreuz sein. Oder... Ups, ich weiß es nicht. Schau dir den Löwenkopf an. Wie geil ist das denn? So, Achtung. Ach, er ist wieder abgebrochen. Ist egal. Ist egal. Wow. So, was ist hier drin? Kein Hakenkreuz. Das heißt, der ist älter. Wahrscheinlich Reichswehr. Aber ich weiß es nicht. Wow. Ja. Ja, darf ich gar nicht so mit rum machen hier. Wow. Na komm, ich mach den mal richtig sauber und zeig dir nochmal. Nee, der hat sogar Rubinaugen. Ja, alter Schwede. Ja gut, der Holzgriff kommt runter natürlich. Zwei Löwenköpfe sogar. Wie geil ist das denn? So. Schau dir das an. Der hat Rubinaugen. Wow. Was? Ein Gerät, das sind zwei Löwenköpfe. Guck mal, hier ist einer. Ich sabber schon. So geil finde ich das hier gerade. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Das, da ist der Artilleriesäbel. Das war es nämlich, dieses große Ding mit dem Korbgriff, was ich gefunden habe. Ein Scheißdreck dagegen. Das hier ist mal richtig geil. Schade, dass der abgebrochen ist. Aber anyway, sag ich mal. Geiles Stück. Geiles Stück. Fuck. Was ist da nochmal drauf? Eine Wappenplatte ist das, ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass es ein Nazi-Teil ist. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Nazi-Teile wäre bestimmt irgendeine Art von Hakenkreuz oder Runen oder irgend so ein Schwachsinn drauf. Wahnsinn. Wahnsinn. Der war bestimmt, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, der war nochmal so lange, ne? Der ging bestimmt bis hier. Geil. Ich habe noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Leicht ist das. Irre. Hack, 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 hack. Fuck. Ja, leider der Draht und so, das ist alles Toast. Aber man kann ja mal schauen, wie der wird, ne? Also man kann es ja mal versuchen, hier wieder herzurichten oder so. Ich habe es mit dem Beil ja auch gemacht. Was
ein Pfund. Jiha! Ein Löwenkopfsäbel. Stehe ich drauf, muss ich schon sagen. Ganz schwaches Signal, fehlt bloß noch der Hall. Aber es gibt mir eine 97, jetzt kann es entweder tiefes Eisen sein oder was richtig Geiles. Richtig gute, ne? Richtig Ding hier, du. Ich warte ja immer noch aufs Deutsche Kreuz. Aber wie ich mir von Wissenden habe sagen lassen, sind die mal wirklich selten. Das wäre jetzt der Hammer. Aha, dachte ich, ja. Da hinten im Eck hat sich's versteckt. Ich hätte auch nichts gegen 3 Mark in Silber, ne? Ist ja leider auch schon in Alu gefunden. Ja, ja, Alu, ne? Alu, Alu. Das sieht mir fast aus wie ein Koppelschloss. Ist es aber nicht. Aber was ist es? Ja, selbstgemachtes Koppelschloss. Tja, oder einfach nur ein Stück Bastelmaterial. Na, man muss wissen, die Burschen, die russischen Burschen, die hier waren, die hatten nach dem Krieg nicht mehr ganz so viel zu tun, ne? Ja, da gucke. Das ist es wirklich. Ja. Da hat sich jemand was angezeichnet, ne? Hier, den Stern. Sieht man, oder? Ja. Sowas finde ich gerne. Ja, ja, der hat das umgebogen und so. Ich weiß nicht, ob die darauf gewartet haben, nach Hause zu kommen. Weil bei den Russen, bei den Sowjets, gab es keinen Urlaub in der Armee. Das heißt, wenn du dabei warst, warst du dabei. Das ist geil. Du nicht mehr nach Hause gekommen. Du kamst von zu Hause am Anfang und gingst am Ende, wenn du überlebt hast. Ja, kein deutsches Kreuz, aber ganz nett. Müllloch gefunden. Hier. Bauernporzellan, Steingut. Hier, guck mal, das hier ist geil. Würde ich gerne mal so finden. Jetzt habe ich ein Schild gefunden. Und das schauen wir uns mal an. Das sieht mir aus wie von einer Brauerei oder so. Auf jeden Fall ist die Schrift geil. Das ist ein das ist irre. Gebrauchsanweisung. Also das ist nichts von der Brauerei. Urban. Schöne Frakturschrift. So, das ist wohl ein Boiler oder sowas. Vor jedes maligem Heizen muss der mit warm bezeichnete Hahn so lange geöffnet bleiben, bis das Wasser in die Wanne läuft. Burheizung, zur Heizung dürfen nur Holz, Briketts und Braunkohle verwandt werden. Mit Steinkohle oder Koks darf nicht geheizt werden. Bei nicht frostfreien
Räumen ist der Ofen im Winter zu entleeren. Wie geil ist das denn? Das war ein Ofen, schade. Das ist mal wirklich schönes Ding, du. Packst mal ein, ne? U-Bahn. Da können wir mal schauen, so wann das ist. Cool. Again. Ich habe so eine schon mal gefunden. Das hier ist eine deutsche. Oh, SS. No. Nee. RSS. FSS 37. Und die haben sie wieder als. Ich habe genau so eine schon mal gefunden. Habe ich die gefunden. Falls das jemandem was sagt. Das war der Brückenkopf, den die Russen hatten an der Oder. Und das hier, da haben sie drauf geschossen. Und zwar mit hier 726x25 Tokarev. Geiles Relikt. Geiles Relikt. Na, bin ich mal gespannt, wie die wird, wenn ich sauber mache, ob da irgendwas drauf steht. Cool. Cool, da ist irgendwelcher Stoff drin. Oder Wurzeln oder so. Ich weiß es nicht. Da oben hat es erwischt. Von verschiedenen Seiten drauf geschossen. Das sind Ausschüsse, Einschuss. Ausschuss. Geil. Ja Mensch, du. Hä? Ob da noch einer dran hing, als sie drauf geschossen haben? Ich glaub's nicht. Möglich ist es. Okay. Also, ja, die Jungs haben wieder alle ihre Löcher nicht zugemacht. Hier, da, offen gelassen. Hier daneben habe ich jetzt was gefunden und ich weiß noch gar nicht, was es ist. Au! Aber es sieht irre aus. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie Silber. Aber ich weiß es nicht. Guck dir das mal einer an. Ha. Das ist. Ich habe keine Ahnung, das ist von dem Messer wahrscheinlich auch. Da ist irgendwas drauf. Ja, warte mal. Hier, Feuerwehraxt. Ein Helm ist irgendwas Feuerwehrartiges. Da hat einer wie wild drauf rumgehauen. Ja, ich weiß es nicht, was es ist. Aber es fühlt sich an wie Silber. Und hier ist es abgebrochen. Ja, ich weiß es nicht. Schwer ist es. Sackschwer sogar. Da steht was drauf. Eine 8. Könnte 800 gewesen sein, aber das ist auf jeden Fall schon mal schön. Was auch immer. Da ist eine Axt. So gehört's. So ist es. Zwei Äxte und ein Helm. Irgendwas volle Feuerwehr, aber ist es Silber? Das könnte man an der Bruchstelle erkennen. Sieht nicht so aus. Die Russen, du, ne? Alles kaputt machen hier. 8. Könnte 800 sein. Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Es sieht eher aus wie Kupfer.
trotzdem, das ist ganz schön. Ja. '93 mit viel Eisen. Schauen wir mal. Ah, klingt ganz gut. Ah, hier ist überall Scheiße. Liegt hier überall rum. Da. Fast reingetreten. Ah, jetzt ist nur noch ein 87. Hört sich trotzdem ganz gut an. Aha. Oh, nee, mit Nadel, ich dreh durch. Ja, Freunde, guck mal. So, das ist wahrscheinlich das bestintakteste Parteiabzeichen, das ich jemals gefunden habe. So, ist es mit Nadel, ups, oder was war das denn? Ist es mit Nadel oder ohne? Ja, es ist ohne. Da ist noch ein Nadelfragment dran. Das ist mit RZM. Und da unten müsste der, da steht er auch. Und es ist, ich kann es nicht lesen, irgendwas mit 28. M1 128. Kann ich jetzt nicht sagen, was das ist, aber warte mal. Schau dir das an, ey, das gibt's ja nicht. Es ist ja wie aus dem Laden, ey. Also so gut habe ich noch keins. Das ist, glaube ich, mein sechstes Parteiabzeichen, das ich finde. Aber wie gesagt, das ist Wahnsinn. Ja, cool. Ey, und hier ist alles abgesucht. Guck mal, was die Burschen da immer machen, ey. Irre. Na denn, weiter geht's. Ja, wieder nicht drauf gedrückt, aber Silber. Würde ich mal sagen, ach schade. Auf jeden Fall Silber. Das war wieder ein kleiner Teelöffel oder sowas. Ja, der ist super. Wenn er ganz wäre. Der ist auch so super, aber ist die Frage, haben wir einen Stempel irgendwo? Nee, ne? Aber ich habe es abgebrochen, das heißt, der Löffel ist noch mit drin. Oder? Anscheinend nicht. Scheiße. Ach so. Vielleicht anschalten. Auch nichts. Ja, was ich in der Maschine mal drüber, aber das ist auf jeden Fall Silber. Cool. Schade, ich habe einen so einen Löffel mal ganz gefunden. Kein Stempel. No, aber das so wie es sauber macht und so, wie sich's reinigen lässt, ist auf jeden Fall Silber. So, haben wir die Löffelschale noch drin? Nee. Hier. Naja, gut, das ist eine Kette. Die Frage ist, Kette. Eine Kette. Die Frage ist, ist es super? Ich glaube nicht. Hat auch nicht so geklungen. Ich meine, es glänzt ein bisschen, aber das sieht eher aus wie eine Bartstöpselkette, sieht es aus. Ja, nee, aber so eine Uhrenkette. Ja.
ist auch zu leicht. Gut, trotzdem schön. Impulsige 87. Kann man auf jeden Fall, muss man graben. Ne? Also in beide Richtungen. Alles super. Dann schauen wir mal, hier ist das noch drin. Hm? Nein. Jetzt ist nur noch, ach ne, ist hochgegangen, 88. Klingt aber nicht mehr so gut. Was ist das denn? Hier liegt es doch schon. Gold? Ja. Ist es Gold? Kann es wirklich sein, ne? Also. Warte. Das ist auf jeden Fall kein Alu. Ich glaube eher, es ist... fuck, ich weiß genau, was das ist. Das ist der... Das ist die Löffelschale zu dem kleinen Löffel, die ich vorhin gefunden habe. Ja, total kaputt, aber ey, warte mal. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Na, ich würde sagen, ja, kein Gold. Ah, und pass auf, hier ist eine Punze. Kann ich jetzt nicht lesen, die ist genau im Ding. Da hat einer wieder drauf rumgehämmert, hier die Russen so. Aber wenn das kein Silber ist, fress ich zwei Besen. Ganz sicher, da ist eine Punze. Super, super, kommt total gut hier. Ja, also die Bruchstelle passt jetzt nicht so ganz. Aber das ist Silber. Ich bin auf dem Weg zum Auto und es ist schon stockfinstere Nacht fast. Aber ich habe was wahnsinnig Tolles gefunden. Schau dir das an. Ich habe das schon mal gefunden. Bloß da war es nicht in so einer guten Kondition. Das ist ein goldenes Bajonett. Nee, das habe ich nicht schon mal gefunden, weil das hier hat sowas hier noch. Oh, fuck. Das sieht ja aus wie, auch wie nagelneu. Das ist ein Ausgeh-Bajonett. Ich weiß nicht, was es war. Guck mal, das ist alles golden. Das sieht man jetzt nicht so gut. Aber der Stern hier, das ist ja der Hammer. Der war beim anderen nicht drauf. Und das andere war auch ein bisschen kleiner. Ich liebe Bajonette. Wow. Mensch, ein Schwert und ein Bajonett. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Da steht was drauf. Da muss ich nochmal in mich gehen hier. Aber das kann ich jetzt alles nicht lesen. Ja, cool, Mensch. Fuck. Na, leider ist es. Das hier ist alles Zink, ne? Und da geht auch schon das Gold weg und sowas. Alles war beim anderen auch so. Und es ist, wie man hier sehen kann, schief wie Sau. Irgendjemand hat da drauf rumgetrampelt oder so. Aber, Motherfucker, was ein Pfund. Na, dann bis morgen. Es sei denn, ich finde jetzt noch hier das Bernsteinzimmer, ne? Dann komme ich nochmal, alles klar.